Ich bin Christ und du bist Buddhist. Ich bin schwarz, du bist weiß. Ich bin Deutscher, du bist der Engländer. Ich esse Fleisch und du bist Veganer. Guten Morgen. Wir grenzen uns ab. Wir betrachten die Menschen und die Dinge in dieser Welt oberflächlich von ihrem äußeren Erscheinungsbild. Wir sehen das Trennende und nicht das Gemeinsame. Wir haben Angst vor dem Andersartigen, dem Fremden. Wir bewerten, wir empfinden Abneigung, wir urteilen, wir schaffen Distanz, hegen bewertende Gedanken, wünschen den anderen die Pest an den Hals, bewaffnen uns, ziehen in den Krieg und töten. Schauen wir uns die psychisch und physisch gewaltsam menschlichen Konflikte einmal genauer an, dann lässt sich erkennen, dass in ihrem Hintergrund Menschen stehen. Menschen, die in sich selbst einen gewaltsamen Konflikt tragen. Diese Menschen sind nicht im Reinen mit sich. Sie befinden sich im Kampf mit ihren eigenen Persönlichkeitsanteilen, die sie im Schatten ihres Bewusstseins tragen. Ursache für diese Kämpfe sind konditionierte Vorstellungen über Gut und über Böse, über Recht und Unrecht. Reflektiert mal eure persönlichen Gedanken und ihr werdet eine Menge an Gedanken finden, die bewertend sind. Gedanken, die unterscheiden in Gut und in Böse, in Richtig und in Falsch, in Angenehm und in Unangenehm. Diese Gedanken führen zwangsläufig dazu, entsprechend mit Zuneigung oder mit Abneigung gegenüber Menschen, Situationen oder Dingen zu reagieren. Und unsere Kinder lernen von uns in genau derselben Weise zu agieren und auch die Dinge zu unterscheiden. Sie nehmen die Bewertung ihrer Umwelt unreflektiert auf und sind noch nicht in der Lage, diese Bewertung, vor allem von uns Eltern, kritisch zu hinterfragen und sich abzugrenzen. So entsteht Generation für Generation eine Gesellschaft, die eben nur in diesen beiden Extremen denkt. Die Kinder saugen einfach die kulturellen, die sozialen und die religiösen Vorstellungen von uns Eltern auf wie ein trockener Schwamm das Wasser aufsaugt. Sie geraten mit ihrer Unschuld zu Erwachsenen mit festgelegten Bildern und Vorstellungen, welche die ersten Pfeiler der Gewalt in ihnen aufbauen, da sie nicht gelernt haben, die Dinge in ihrem So-Sein zu belassen, sondern aus ihrer eigenen Unzulänglichkeit heraus zu einer subjektiven Beurteilung und Verurteilung kommen. Sie setzen Abgrenzung in die Welt bis hin zu einem gewaltsamen Kampf dann gegen diese Dinge, von denen man sich abgegrenzt hat. Man hegt diesen inneren Groll und wie gesagt, am Ende steht dann der Kampf. Und dann auch eben gegen andere Menschen, gegen andere Kulturen, gegen alles Kampf. Und das nur deshalb, weil diese anderen Menschen, diese anderen Kulturen einfach zu einer anderen Beurteilung gekommen sind. Mit denselben Kreisläufen, die wir dann auch haben. Ne, dieser Kampf, dieses Abgrenzen gegeneinander und einfach Menschen, die ihr Leben nach anderen Grundsätzen leben, nach anderen Glaubensvorstellungen oder anderen Prinzipien. Aber betrachten wir für eine Sekunde diese Welt mit den Augen der Liebe. Wenn wir dies tun, verändert sich ohne weiteres Zutun unsererseits unser Gefühl. Versucht das mal, genau in diesem Augenblick. Betrachtet einen Gegenstand, der in eurer unmittelbaren Nähe liegt. Betrachtet diesen Gegenstand mit den Augen der Liebe. Gebt euch die Zeit, die Liebe zu spüren für diesen Gegenstand. Spürt ihr die Veränderung in euch? Spürt ihr die Veränderung in euch selbst? Augen der Liebe können die Dinge sehen, wie sie wirklich sind, als etwas, das existiert und was weniger wert ist als das eigene Selbst. Die Gegensätze und die Abgrenzungen, die werden vereint und Gut und Böse lösen sich auf. Mit den Augen der Liebe erscheint das, was ich sehe, ebenso göttlich wie das, was ich bin. Unsere Augen sind nicht gewohnt, die Dinge zu sehen, wie sie sind. Wir
bestimmen alles aus verschiedenen Blickwinkeln, zum Beispiel der Zweckmäßigkeit oder der Nützlichkeit oder der Schönheit. Dementsprechend geben wir den Dingen ihren Wert. So verfahren wir mit uns, mit unseren Mitmenschen und auch mit den Tieren, die entsprechend ihrer Produktionsausbeutbarkeit an Fleisch, Milch und Eiern behandelt und entsprechend benutzt werden. Vielleicht ist es für Euch zu schwer, mit den Augen der Liebe in die Welt und auf alles, was dort lebt, zu schauen. Das kann ich nachvollziehen. Auch ich muss mich immer wieder neu darauf konzentrieren. Das ist nicht Gott gegeben. Ich bin konditioniert, genau wie ihr auch. Der Grund dafür, warum den meisten das so schwer fällt, mag aber daran liegen, dass sie sich selbst nicht genügend lieben. Und aus dieser fehlenden Selbstliebe, hier ist aber kein krankhafter Narzissmus gemeint, den ich auch nur zu gut kenne, sondern wahre, reine Selbstliebe. Aus dieser fehlenden Selbstliebe, ja, man eben auch keinem anderen von Herzen Liebe schenken kann. Die wahre Liebe ist frei von egoistischen Interessen, von der Erfüllung auferlegter Forderungen und auch gemachter Erwartungen. Ich liebe dich, weil du, und ich liebe mich, weil irgendetwas, ne? Also immer dieses weil, ich liebe, weil, beinhaltet aber eben auch immer wieder, ich liebe dich nicht, weil, und ich liebe mich, weil, also mich nicht, weil. Also es ist immer diese Begründung, ne? Dieser Zweck, diese Erwartungen, fernab der Bedingungslosigkeit. Die Liebe ist aber frei von Abhängigkeiten, die wahre Liebe. Sie beruht auf der Erfahrung von Einssein mit allem, was existiert. Keine Beurteilung und keine Abneigung. So sein.